Gestern war Jimmy Lawson bei uns mit einer Gitarre, ganz ruhige, romantische Musik gespielt und heute wieder Krach gemacht. Runrig sind bei uns. Es gibt wenige Bands, die ja auf eine Geschichte von über 40 Jahren zurückblicken können und die dann auch noch so eine große Fangemeinde in Deutschland hat als schottische Band. Nämlich morgen bringen sie ihr neues Album The Story raus. Hier ist es schon mal. Und sie werden heute eine Weltpremiere haben. Denn diesen Song werden sie, The Story, so heißt auch die Single, werden sie zum ersten Mal überhaupt live spielen. Nachher bei uns hier und gleich reden Sie erstmal mit uns auf dem Sofa. Runrig erzählen mit ihren Songs Geschichten. Geschichten über Schottland und die Highlands. Auf ihrem neuen Album geht es auch ums Älterwerden. Gälisch ist die Sprache ihrer Heimat, die in ihren Liedern immer wieder auftaucht. Ihre Fans nennen sich Riggies. 17.000 kommen zum 40. Bandjubiläum in die schottischen Highlands. Ihr größter Hit, Loch Lomond, ist ein schottischer Klassiker, der auch von den Fans vom 1. FC Köln bei jedem Spiel gesungen wird. Jetzt sind Rory und Callum von Runrig bei uns im Studio. Schönen guten Morgen, wir freuen uns sehr. Good morning. Ist das eigentlich dieser Song in Schottland auch, wird das in Fußballstadien gesungen, irgendwie bei der Nationalmannschaft oder sonst irgendwie? Not yet. Nein, maybe. Noch nicht. Give it a bit of time. Ja, lass uns Zeit, vielleicht kommt maybe das noch. Vielleicht passiert das irgendwann. Next time we come to vielleicht Germany, das nächste Mal, wenn wir nach Deutschland kommen, okay. Dann können wir davon berichten. Was muss passieren, damit ihr ins Stadion geht zum FC und einfach auch mal dabei seid und mitsingt und nicht nur hier bei uns? Ah, that's easy. You need ganz to invite einfach. Us. Ihr müsst uns einfach nur einladen. Gibst du das weiter? Ja, das ist der gute Kontakt. Also, wir wissen ja nicht, wie man an Tickets kommt. Das nächste Mal, wenn wir in Köln spielen, dann werden wir das auf jeden Fall bringen. Okay. Also, er ist ein großer Fußballfan hier. Ist notiert. The Story. Mit der Ankündigung, das wird das letzte Album sein. Ist das das Ende von Runrig? It's the last studio album. Ist das letzte Studioalbum. Aber nicht das Ende von Runrig. Wir haben einfach beschlossen, das als unser letztes Studioalbum mit 11, 12 Songs zu machen. Aber danach machen wir als Band natürlich weiter. Wie immer. Es ist nicht unbedingt die letzte Aufnahme von uns. Also es gibt eine Menge von Projekten noch vielleicht. Das ist schon nicht klar. Aber wir haben einfach entschieden, dass wir das letzte Studioalbum daraus machen. Das heißt aber, auf Tour geht es sowieso, auch im Herbst noch mal in Deutschland. Das ist aber dann auch keine Abschlusstour. Also Runrig wird es auch weiter auf Tour gehen. No. Yes, ja, es geht immer sehr gut. Well, it's 8 years since we did our last studio album. Also unser letztes Studioalbum ist schon 8 Jahre her. Also vielleicht dauert es noch mal 8 Jahre, aber dann, ne? Okay, dann hören wir da mal rein. Ein paar Klänge von dem neuen Album, The Story. Okay. The Story of My Life klingt so, als ob ihr in dem Album speziell zurückblickt oder guckt ihr auch nach vorne? Der Song ist die Geschichte von jemand, der am Ende seines Lebens zurückschaut in Schottland. Aber es geht überspielt mehrere Generationen. Wenn ihr auf die Bandgeschichte zurückschaut, wir reden ja von über 40 Jahren. Ja, damals waren auch hier die Schallplatten noch tatsächlich überall in. Wie schaut man dann zurück? Ist das wehmütig? Sagt man, ah, schade, dass das jetzt irgendwie schon so lange her ist? Oder dass man sagt, wow, was wir alles geschafft haben, da gab es so tolle Momente? Oh, we don't look back with melancholy. Nein, wir schauen überhaupt nicht mit Wehmut zurück. Nein, wir sind total positiv. Es war eine tolle Karriere, die wir hatten. Wir waren wirklich Glück, dass wir so tolle Fans hatten. Jahr für Jahr haben sie uns gehört und wollten uns. Und es macht einfach Spaß, immer weiter zu spielen. Und ich freue mich riesig darauf, nach Deutschland zurückzukommen im Oktober, wenn wir hier touren. Und viele glauben, das letzte Album, das muss ja ganz traurig sein. Nein, wir sind total positiv drauf. Das ist einfach eine positive Geschichte, die wir hier erzählen. Und wir wollen einfach feiern. Den Song, den wir gerade gehört haben, da ist der Refrain, glaube ich, in Englisch
und die Strophen sind auf Gälisch, was wir jetzt so gar nicht verstehen. Warum habt ihr das gemacht? We did that so that you wir haben das sing gemacht, damit, you got us to sing. So, damit ihr das üben könnt, so wie ihr uns eben dazu gebracht habt, Kölsch zu singen. Also, dieses Gälische ist einfach unsere Muttersprache, damit sind wir aufgewachsen. Wir sind ja auf den westlichen äußeren Hebriden aufgewachsen. Und das ist für uns ganz natürlich, das auf Gälisch zu schreiben. Wir wollten auch so ein bisschen zum Ausdruck bringen, das kann man einfach besser auf Gälisch singen, was wir da sagen wollten. Das passt einfach besser zur Scheiße. Und dann haben wir den Chorus, die den Refrain auf Englisch gemacht, damit die Leute mehr verstehen. Wir haben einen der besten Dolmetscher gerade gehört, nämlich Frank Deja in Deutschland, den wir haben. Sollen wir mal testen, ob der Gälisch versteht? Das ist unabgesprochen. Vielleicht könnt ihr mal was Gälisches sagen und wir hören mal, ob Frank das übersetzen kann. Okay. Kemmer hau en djö. Das kann ich bloß noch auf Kölsch übersetzen. Das ist ja quasi das Gälische von Deutschland. Okay. Sehr schön. Also wir haben gehört, Frank hat keine Ahnung, was das was hieß das jetzt übersetzt? You must get the last word. Du musst das raus mit ihm. Raus mit ihm. Du darfst bleiben, das ist hier. Er hat's verbockt. Kölsch meets Gälisch. Okay. Frank heute Morgen zu Gast. Toll, wir lernen eine Menge. Frank auch. Ja. Vielen Dank nochmal dafür. Jetzt der Sport mit Peter. Genau, gleich hier auf der Bühne. Danke. Jetzt geht's richtig zur Sache. Runrig sind bei uns im Studio. Mit denen haben wir schon die Kölsche, die FC-Hymne gesungen, weil die nämlich die Musik ganz groß gemacht haben aus Schottland. Und sie haben ein neues Album, The Story, das letzte Studioalbum. Und die Weltpremiere von der Single, live gespielt zum ersten Mal überhaupt, gibt's in wenigen Augenblicken. The story of the life inside of me. Runrig erzählen mit ihren Songs Geschichten. Geschichten über Schottland und die Highlands. Gälisch ist die Sprache ihrer Heimat, die in ihren Liedern immer wieder auftaucht. Auf ihrem neuen Album geht es auch ums Älterwerden. Ihre Fans nennen sich Riggies. 17.000 kommen zum 40. Bandjubiläum in die schottischen Highlands. Ihr größter Hit, Loch Lomond, ist ein schottischer Klassiker, der auch von den Fans vom 1. FC Köln bei jedem Spiel gesungen wird. Und es gibt viele Fans in Deutschland, offenbar auch viele Runrig-Fans bei Schalke, einem anderen Fußballverein hier in Deutschland. Die haben sich per Mail eben bei mir beschwert. Sie dürfen nicht nur zum 1. FC Köln, sie müssen auch mal nach Schalke kommen. Das nur so am Rande. Aber jetzt, wenn wir auf dieses neue Album schauen, das letzte Studioalbum von Runrig, ist das das Ende der Band? Nein, absolut nicht. Das ist das endgültige letzte Studioalbum, aber wir machen natürlich weiter, noch eine ganze Weile. Wir spielen live, geben Konzerte und wir nehmen auch noch neue Alben auf oder Singles. Das ist einfach nur das letzte Album. Wir machen vielleicht EPs und Singles noch. Okay, dann genießen wir das jetzt live und da geht's richtig zur Sache. Musik handgemacht, so soll das sein, aus Schottland. Runrig, vielen Dank dafür. Okay. Oh, sate, sate, anche io me va a copire. Se gli anni ieri ermo cri, che ne niente cartesca, vocato l'alicchio. Mocchis gesha, son and bleed. I'm still dreaming of the Hebrides, and I'm still leaning on the early years, and I can't help feeling it will always be the story of the life inside of me. Whoa. Of the Hebrides, and I'm still leaning on the early years, and I can't help feeling that it will always
story of the life inside of me. Story. Und man hat schon am Mikrofon gesehen, was so leicht vibrierte. Ian, der Schlagzeuger, hat mächtig gegroovt. Vielen Dank fürs Spielen. Jetzt der Sport mit Peter.